Jetzt. Hallöchen. Mal gucken, wie dieses Handy hier funktioniert. Das ist ein Handy. Das habe ich auch aus der Batteriekiste gezogen. Das ist ein Samsung J6S Plus oder sowas. Keine Ahnung, mit gebrochenem Display. Funktioniert aber. Aber darum soll es nicht gehen. Es soll hier um diese Dinger wieder gehen. Ich habe jetzt nochmal zwei davon gefunden. Das war schon jetzt eine Weile her. Davor habe ich auch nochmal eine ganze Weile vorher noch mehr von den Dingern gefunden, habe ich schon alle Batterien raus. Hier war ein etwas dickerer. Und heute habe ich noch das Ding gefunden. Das Ding ist aber nicht rund und sagt auch nicht irgendwie an, was da irgendwie an Dings drin ist. An Strom oder sowas. Jetzt will ich mal gucken, ob ich das Ding hier auseinanderkriege und was da für ein Akku drin ist. Das würde mich mal interessieren. Das kann ich jetzt leider nicht hier live zeigen, weil ich habe das Handy hier in der Hand. Und ich würde das jetzt mal versuchen aufzumachen. Ich sage euch dann, wie ich das Ding aufgemacht habe und dann sehen wir ja, was drin ist. Also sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ihr seht schon, ich habe das Ding jetzt draußen. Das ist zwar ganz einfach. Hier hinten diese Plastikkappe. Erst hatte ich versucht, hier über das eine Loch, aber das ging nicht. Mit dem Schraubenzieher habe ich es dann aufgekriegt. Das ist ein plattgedrückter Akku. Ist gar nicht mal so verkehrt. Was steht hier? 350 mAh, 1,295 Wattstunden, 3,7 Volt. Ist es auch ein Akku? Ohne Schutzelektronik, ohne alles. Ich habe jetzt noch gar nicht gemessen, wie weit die Akkus runter sind. Das werde ich nochmal machen. Die zwei mache ich jetzt nicht auseinander. Da weiß ich, ich muss bloß hinten die Kappe rausnehmen. Dann kann ich das alles schon rausziehen und dann habe ich den Akku in der Hand. Aber auch in den Dingern hier ist ein Akku drinne. Verwundert mich. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie vielleicht da Batterie oder was drin haben, aber es ist ein Akku. Es ist ein Lithium-Akku. Also ich würde sagen, Lithium-Akku, weil 3,7 Volt ist doch schon echt. Natürlich werde ich sie vorsichtig versuchen zu laden. Also ich denke mal, das wird funktionieren. Werde ich mit beobachten. Aber wie ich ja schon mal sagte, ich finde es echt eine, in Anführungsstrichen, eine Schweinerei oder eine Sauerei, sowas überhaupt in solchen Wegwerfdingern reinzuhauen. Viel ist da echt nicht drin. Da ist jetzt nur noch da unten drin irgendwo dieses Dampfzeug. Ja, aber eine Elektronik, eine Schutzelektronik ist da gar nicht. Hier, dieses Runde, das ist halt dieser Unterdrucksensor, der ist hier auch noch drin verbaut. Da ist auch noch einer drin. Da müsste auch einer drin sein. Das ist auch ein Unterdrucksensor. Hier ist auch einer drin. Aber wenn der einen Unterdruck kriegt, schließt er. Der hat, glaube ich, sogar noch eine LED. Kann ich mal bei Gelegenheit zeigen, wie die Dinger funktionieren. Also mal die Funktion zeigen. Also mal einen Unterdruck drauf geben und dann seht ihr ja, dass das Ding schließt oder nicht. Man könnte meinen, das wäre ein Mikrofon. Wenn ich jetzt hier mal gucke. Ich weiß nicht, wie das hier fokussiert. Keine Ahnung. Man könnte meinen, es ist ein Mikrofon. Es hat aber drei Anschlüsse und es ist kein Mikrofon. Das ist irgendwie so ein Unterdruck-Ding. Aber ich werde mal die Dinger durchmessen. Ich werde mal beim nächsten Mal sagen. Oder ich werde mal zeigen, wenn ich sie durchmesse und versuche zu laden. Also für mich sind das alles Akkus. Ich finde das, in meinen Augen ist das wirklich eine Schweinerei, sowas da reinzubauen und dann wegzuwerfen. Und man weiß ja nicht, wo sie die hinwerfen. Gut, die habe ich jetzt in der Batteriesammelkiste gefunden, wo sie eigentlich schon hingehören. Aber ich habe auch schon viele auf der Straße irgendwo gefunden. Und das muss nicht sein. Okay, mehr wollte ich euch nicht zeigen. Und mal gucken, wie das Video hier von dem Handy aus aussieht. Okay, bis dann. Tschüssi.